Ich habe versucht, live auf Platz 1 die Welt im globalen Turnier zu pushen. Was mich am Ende daran hindert und warum Clash Royale der Urwurd ist, das siehst du jetzt. Ich weiß nicht mehr, irgendwo in Berlin oder so. Ich kann mich gar nicht mehr drin erinnern, dass ich geblitzt wurde. Aber was passiert, Digga? Okay, Lavalampe hier again. Das ist meine Folge. Digga, man kann nicht immer nach... Man kann nicht immer richtig fahren, Chat. Ich will, dass ihr es versteht. Was er jetzt macht, wenn ich das poisone. So, Stoff, klar. Ich habe irgendwie so auf TikTok gesehen, dass es in Amerika so Städte gibt, wo die irgendwie so eine Pferdedroge benutzen, wo dann irgendwie die Eingeweide gefühlt aus dem Körper so rausflutschen, so. Dass man die Knochen und so sieht. Das ist schwierig. So eine neue Hype-Droge oder so. Warum sind selbst Drogen mehr im Hype als CR? Okay. Ja, wir haben abgesaftet. 1-7! LOL. Wie lustig. Wer war er nochmal? War auch so eine Lavalampe. Egal, lieber gegen Lava als gegen Graveyard. Was macht er? Hmm.
Das war's. Danke dir für die 10 Monate. Heb die Schere groß, dann bist du besser noch weiter so und denk nach Common zu benutzen. Kuss. Und um auch danke für den Sub an Salo und Sombrero. Mal nochmal danke für die 30 Monate. Kuss. Guter Start, würde ich sagen. Verloren? Klar, verloren. Oh, das Holztiming. Ich safte ab. Halt irgendwann den Spell damit auswendig zu lernen, wenn ich groß bin. Er hat so aggressiv gespielt, Digga. Dieser andere Lava-Typ hat's gut gespielt, das muss ich wirklich sagen. Oh nein, Digga! Er ist auch, Digga, hier gibt's auch Asset! Der ist ja auch bei Worlds dabei, stimmt. Bro. Ich weiß so letztes Jahr, wo er irgendwie wollte, dass irgendein Jebus oder so ein... Wo er meinte auf Twitter, ich hoffe, dein Flugzeug stürzt ab, so mäßig. Und solche Leute, gegen solche Leute spiele ich halt so, ne? Gegen solche Leute verliere ich dann auch manchmal. Gegen so richtige Skandalspieler. Auf solche Menschen muss ich mich zwei Monate darauf vorbereiten. Ist der Versuch für King an? Nee. Ich sehe doch schon wieder, dass in der dreifachen Elixierzeit aus allen Löchern scheppern wird. Früher war das Matchup mal gut für Miner.
coole Seiten. Ja! Der linke Turm! Ja! Ja! Schöner für 10, mehr als verdient Kuss. Ja, er ist der Wirt! Fuck! Aber mit was snipet er mich? Mal schauen. Okay. Lava-Ritter. Das sollte kein Boy Tower sein. Okay. Oh gut. Digga, wir sagen so, Alter, Katz Maxo, stimmt. Ich sollte mehr auf den Chat hören. LOL. Meine Türme sacken so rein, es ist viel zu viel Damage. Ja, es war nicht gut. Das geht auf meine Kappe, aber ich sag's dir, wie es ist. Ich kann's gewinnen. Das Matchup ist gar nicht mal so schlecht. Matchup ist sogar gut für uns. To be fair. Ich weiß nicht, mit was er mich da gesniped hat. Auf jeden Fall hat er so gesniped, dass er kein gutes Matchup hat. Ist aber auch nicht schlecht.
Sehr nett von ihm. Klar, GG's. Bam, Junge! Ja, komm, gib mir CL1! Wir sehen uns in Finnland, Großer, und dann gibt's einen auf dem Arsch!